Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Ich habe jetzt hier noch eine kleine Aufgabe, die sieben Bauern. Und die werde ich noch machen. Ich muss auch erstmal gucken, wie ich da jetzt ganz schnell rüberkomme. Erstmal reiten. Und dann schwimmen oder mit einem Schiff. Das wäre jetzt so das gängigste. Ist es offensichtlich, dass Sobe Krokodilopolis bevorzugt? Selbst die Griechen kommen in unsere Stadt. Oh. Oh Gott. Ja, ich bin aber schon mal auf den richtigen Weg. Wir machen ihn fertig. Nun, Miss Neo Jedi. Genau. Aus dem Weg! Na, hier runter. Da ist ein Boot. Perfekt. Mit dem Boot komme ich rüber. Ja, hat doch ganz gut geklappt, wie ich das wollte. Genauso wie ich das wollte. Flusspferd-Versteck. Ist ja süß. Ach so, ja. Ich verstehe schon warum. Zick doch nicht rum. Oh. Der Kamertista hat zu meinen Gunsten. Warum versteckt ihr euch in diesen Ruinen? Ein Magi. Endlich zeigen die Götter Erbarmen. Ich bin Rai. Und das sind die Reste meiner Familie. Banditen haben uns von unseren Bauernhöfen verjagt. Wir können sonst nirgendwo hin. Wir haben nichts Wertvolles dabei. Und sie verfolgen uns schon seit Tagen durch diese Einöde. Ich kenne viele Banditen. Sie sind zynisch und herzlos. Sie haben so viele getötet. Meinen Vater, meinen Sohn. Hier sind alle, die noch von unserem Dorf übrig sind. Die Banditen werden wiederkommen, um uns fertig zu machen. Steh uns bei, Magi. Hilf uns, endlich Rache zu nehmen. Rache ist mein Credo. Ich werde euch helfen. Wie ist euer Plan? Es gibt eine Klippe, nicht wahr? Von hier. Von dort aus können wir die ganze Gegend überblicken und unsere Verteidigungsstrategie planen. Gehen wir. Diese Einöde ist gefährlich. Sind es nicht Banditen? Dann Hyänen oder andere Tiere. Reh sei Dank, weiß ich einen Bogen zu benutzen. Das ist eine schöne Waffe. Ungewöhnlicher Stil. Als mein Vater ihn mir gab, war er drei Handbreit größer als ich. Die Jungs zogen mich gnadenlos damit auf. Jetzt macht er mich traurig. Ich denke ständig an Vater. Also ich denke ständig daran, warum steigst du nicht einfach auf mein Pferd? Oh, wow, 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 wow. Wo ist sie? Wo ist sie? Da. Hast du das gesehen, in der Nähe des Eingangs? Da sind Zeichnungen an der Wand. Oh ja, da ist ein Symbol von Horus. Aber es ist leicht verändert. Es sieht sehr alt aus. Was ist das für ein Ort? Du kommst ziemlich schnell voran, Rai. Ich kenne diese Höhlen.
Sie sind ein natürlicher Tempel. Was hast du da für einen Anhänger? Ein alter Adlerkopf. Ich hoffe, er bringt uns Glück. Das hoffe ich auch. Bei den Göttern. Das ist wunderschön. Ich könnte hier stundenlang bleiben. Hier ist so ein Sternding. Okay. Genug getrödelt. Wir müssen planen. Wo die Banditen auch herkommen. Meine Brüder stehen in den Ruinen bereit. Ich bleibe hier oben und halte Wache. Wenn sie kommen, gebe ich ein Signal. Dann greife ich von hinten an. Ich will nicht respektlos sein, Rai. Aber ihr seid keine Soldaten. Die Banditen sind Mörder. Deine Bauernfreunde überstehen diesen Kampf vielleicht nicht. Ich weiß, Bayek. Ich habe wirklich sehr viel Angst. Wäre deine Familie in deinen Armen gestorben, würdest du das verstehen? Ich kann jetzt nicht davonlaufen. Glaub mir, ich verstehe das. Und ich kämpfe mit dir. Fürs Erste gehe ich zu den anderen zurück. Beeil dich. Es ist ein langer Weg den Berg hinunter. Erstmal mache ich hier fertig. Und verpasse ich das nämlich wieder. Okay. Sieht für mich aus wie ein Campingstudio, das Bein umgeknickt hat. Dafür sind es zu viele Sterne. Das ist Horus, der Falke, der große Schwarze, Gott des Himmels. Die Sonne ist sein rechtes Auge und der Mond sein linkes. Für immer fliegt er durch den Himmel und bringt Tag und Nacht. Tragen die Mädchen nicht das Horus-Auge? Ja, Chemu. Und der Pharao ist Horus, oder? Ja, mein Sohn. Der Pharao ist Horus im Leben und Osiris im Tod. Deshalb regiert der Pharao nicht nur Ägypten, sondern die ganze Welt. Aber nur ein wahrer Pharao. Bisschen höher vielleicht? Sie steht da immer noch. Welch? So, ich gehe schon runter. Bayek! Was? Du bist doch kein Adler! Hast du Ahnung? Geht es dir gut? Das war verrückt, aber erstaunlich. Hast du es aus der Höhle rausgeschickt? Was war das denn? Ach so, ein Adler. Mit dir haben wir eine Chance. Die Banditen sind Dämonen. Was immer. Magi, du bist zurückgekehrt. Ja, deine Schwester bleibt auf der Klippe. Sie gibt uns ein Zeichen, wenn die Banditen kommen. Diese Ruinen sind eng. Es könnte sich lohnen, Fallen zu stellen. Feuer und Öl vielleicht. Habt ihr Vorräte? Feuer! Eine schöne Idee! Ja, haben wir. Beeilen wir uns! Gut. Begib dich auf das Dach und halte Wache. Ich komme bald nach. Mit diesen Ölkrügen könnte ich den Banditen Fallen stellen. So oder so sollte ich wieder mit Rais Bruder sprechen, wenn ich fertig bin. Sprich mit der Wache, wenn du bereit bist. Welche Wache? Achso, da. Ich dachte, die alten Magi wären fort. Du gibst mir wieder Hoffnung. Ich bin fertig.
Dann warten wir und beten. Ich weiß nicht, was wir jetzt tun sollten, genau. Da sind sie! Die Banditen sind hier! Friss das, du Ratte! Ein leichter Schuss! Wir sehen euch, ihr kleinen Ratten! Ich hab freie Schussbahn! Dafür lasse ich dich leiden! Na komm! Der gehört mir! Machen da mit dem auch noch ein Ende. Einer ist noch übrig. Schade. Aber es sind noch mehr da draußen und sie kommen zurück. Sie waren hinter Vaters Bogen her. Was? Das alles für einen alten Bogen? Aber warum? Das ergibt keinen Sinn. Den hätte ich ihnen gegeben. Vielleicht können wir das noch. Sie hätten euch trotzdem getötet. Es gibt nur eine Möglichkeit, sie aufzuhalten. Ich muss ihren Anführer erledigen. Warum wir? Ich sah, dass sie aus dem Südosten kamen. Sie kampieren sicher in den Bergen hier in der Nähe. Dann werde ich dort mit der Suche anfangen. Bajek, bevor du gehst, bitte, nimm den Bogen. Wir sind sicherer, wenn du ihn hast. Er wurde im Kampf beschädigt und macht mich jetzt sowieso nur traurig. Ich bin sicher, dass er noch Kraft hat. Du ehrst mich, Rai. Der Bogen ist ägyptisch, doch älter als alles, was ich je sah. Er ist erstaunlich leicht. Und die Balance ist perfekt. Die Wurfarme sind zum Teil aus einem seltsamen schwarzen Stein. Kommt mir bekannt vor. Ich untersuche es, wenn ich mit dem mörderischen Anführer fertig bin. Okay. Und nehmen wir jetzt erstmal diesen komischen Bogen. Oh. Können wir den denn schon ausrüsten? Ich habe keine Ahnung, welcher das davon ist. Wow. Die sind da irgendwo unten drunter in der Höhle. Wow. Ha! Hey, was? Stirb, Engel! Oh. Aha. Oh. Schade, ich da nicht mit. Kann ich da mit Pferd rein? Jawohl, jetzt Whoa. Gibt's Ärger. Ha. Hä?
Ihr wisst, dass unser Anführer von antiken Schätzen besessen ist. Dieser Bauern wissen gar nicht, was der Bogen wert ist. Wir brauchen ihn um jeden Preis. Mir ist egal, wie viele ihr töten müsst. Wenn ihr fertig seid, kommt zum neuen Versteck, geht vor der alten Höhle aus nach Osten in Richtung der Olivenplantagen. Am Ende des Weges findet ihr einen verborgenen Eingang zu einer unterirdischen Grabkammer. Dieser Ort ist perfekt. Wir können langfristig dort bleiben. Niemand wird uns finden. Außerdem haben wir hier etwas entdeckt, eine geheime Kammer. Wir versuchen immer noch, sie zu öffnen. Ein Brief vom Bandenanführer. Er sammelt alte Waffen. Er wollte diesen Bogen so dringend, dass er dafür tötete. Aber warum? Er ist nicht hier. Sie haben ein neues Versteck in einem nahen Grab. Sie halten sich für unauffindbar. Wo ist denn jetzt mein Pferd hin? Meine Freunde. Jetzt komme ich. Pferdchen. Du bist da aber auch schon wieder dazu gange, ey. Oh. Her! Das ist bestimmt das, was da so leuchtet. Schnell hier durchreiten. Kroko. Wow. Ja. Unser Pferd rennt weiter, das ist schlau. Ich weiß zwar nicht, was das Krokodil da oben macht, aber... Naja. Oh. Okay, da sind zwei Sachen, die leuchten. Mal hier rum. Reier. Ich sagte doch, da wo so ein goldenes Fragezeichen ist. Hier ist was. Großes. Erstmal schön das Tier zähmen. Gut, habe ich. Und dann rein. Hier muss es sein. Der Anführer ist in dieser Grabstätte. Oh, da hinten ist eine Löwin. Bei den Göttern. Das ist sehr alt. Irgendetwas ist ungewöhnlich am Mauerwerk. Diese Zeichnungen ähneln denen auf Rais Bogen. Gewarnt seien alle, die diesen Ort betreten, denn hier liegt Semmelnkikare. Lebendig sind die Erscheinungen des Reh. Okay. Folge mir. Warum kommst du nicht? Er folgt mir nicht. Was zum... Hey! Oh Gott, ich kann ihn nicht zähmen. Der macht noch Haie. Ich kann ihn nicht zähmen. Hier drinnen gilt das wohl nicht. Okay, hier ist alles zu. Na, der Löwe geht wieder raus. Und ich komme hier nicht weiter. Passt mir zwar gar nicht, dass wir jetzt wieder tauchen müssen, aber naja.
Schwarzstein, großer göttlicher Felsen. Ich wusste, dass es einen uralten Schatz in diesen Bergen gibt, aber das... So etwas habe ich noch nie gesehen. Das ist die Wirkungsstätte der Götter selbst. Das könnten wir alles in Krokodilopolis verkaufen und dieser Einöde den Rücken kehren. Wir haben eine ganze Grabstätte voll mit Schwarzstein. Zweiter Tag des Paen Amenhotep. Ich kann nicht schlafen, ich kann nicht essen. Es gibt nur jene, die vor uns kamen. Ich habe meine Männer genommen und wir werden nicht zurückkehren. Die Gemälde werden nie fertiggestellt, die Inschriften werden nie geschrieben werden, denn nichts kann uns dazu bringen, zu diesem von den Göttern verlassenen Ort zurückzukehren. Okay. Ja, verlassener Pfad, alles klar, gut. Können wir sonst noch irgendwo was lesen oder so? Ja, vorher gucken, ob hier irgendwo Schlangen liegen. Jetzt kommt Riesenspinne. Ich warte richtig drauf, dass hier irgendwie so eine Riesenspinne auftaucht. Okay, jetzt muss ich mich beeilen. Ah ja, ich verstehe. Ich muss da länger stehen bleiben drauf. Okay. Wie ist der Typ da hochgekommen, frage ich mich. Okay. Das hat mal so gar nichts gebracht. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Hey! Was denn? Was denn? Ich habe nichts gesehen. Was? Na, scheiße. Hab ich dich! Oh, fuck, ey. Hab dich! Du kannst nicht fliehen! Oh Gott. Okay. Wow. Aufgepasst! Hier gibt's Ärger! Ich lebe! Ja, komm her. Ja. So. Ich reiß dir die Eingeweide raus. Der ist tot. Nächste tot. Mörderischer, habgieriger Scheißkerl. Er wird die Bauern nicht mehr belästigen. Er trug Stücke des Schwarzsteins bei sich. Vermutlich aus der Grabstätte hier. Es ist dasselbe Material wie in Reis Bogen. Es passt. So sollte es gehen. Nun ist die Waffe perfekt. Schriftzeichen aus dem alten Königreich. Ist überall dieses... Oh. Amun-Re, beschütze seinen Namen, unsere leuchtenden Eminenz. Semenkare, erster der wahren Söhne, Herold der Ältesten und verehrter Architekt des Ordens. Er, der mich bat, die heiligen Schriftrollen zu sammeln, auf dass wir sie ewig aus den Gefilde des Binsen beobachten können. Er, der verstummen lässt, was geheim ist und beschützt, was bekannt ist. Achtung, Feinde des Ordens, denn er wird vor jenen stehen, die vor uns kamen, und sie werden ihn für würdig erachten, sie anzubeten und ihnen zu folgen. Daher werdet ihr fallen.
Dritter Tag der Mecha. Der Mecha. Wir haben heute tiefer gegraben und etwas gefunden. Ich kann es hier nicht beschreiben, denn wenn ich darüber nachdenke, füllt sich mein Verstand mit Träumen und Fragmenten, die ich nicht verstehe. Doch für mich steht fest, dass die Menkare diesen Ort nicht zufällig als letzte Ruhestätte gewählt hat. Hier noch irgendwas drin, wo ich was lesen kann? Auch geil, dass er den einen als Dieb und das alles bezeichnet. Ich denke mal, da komme ich raus. So, was haben wir hier für einen Ort? Warte mal. Ich kenne das doch hier. Das kommt mir vor wie diese schwarzen Steine von Desmond damals. Wenn man in seinen Erinnerungen abgetaucht ist. Alter. Was? Wie soll ich denn das? Soll ich da runterspringen? Kann mir nicht vorstellen. Da kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Missionsziel vor Ort. Aktiviere den Mechanismus. Tor, welchen? Ich kann auch da jetzt nicht so runter. Ach komm, leck mich. Scheiße. Wie kommen wir hier jetzt wieder raus? Denke mal, ich habe so viele gesammelt. Neuübertragung, Segment 4. Zeitsynchronisierung läuft. Seit der großen Katastrophe sind 99 Tage vergangen. Der Bote spricht. Am 21. Tag des Dezembers 2012 aktivierte Desmond das globale Aurora Borealis Gerät. So beschützte er die Erde vor dem tödlichen Sonnensturm. Am 21. Tag des Dezembers 2012 machte die Menschheit einfach sorglos weiter. Sie ging arbeiten, in die Schule. Oder zum Brunnen, um Wasser zu schöpfen. Am Abend des 21. Dezember 2012, als die Sonne den Tag beendete, ging die Menschheit schlafen. Dann, mit Anbruch des 22. Dezember 2012, wurde der Menschheit ein neuer Morgen geschenkt. Sie erfuhr nie, dass der Tag zuvor fast ihr Ende gewesen wäre. Wir dachten, das wäre bereits genug. Und das war es für eine Weile. Die Zeit ist unerbittlich. Sie korrigiert sich immerzu. Die Sprache der Zeit hat viele Formen. Zwei davon verstehst du nun, in diesem Zustand. Lineare Kontinuität ist eine Simulation mit Platz für Variation. In ihr gibt es Knotenpunkte, Engpässe, Augenblicke, in denen Algorithmen den Fluss überlagernder Möglichkeiten in einen einzelnen Moment bündeln, in dem nur eine absolute Wahrheit möglich ist. Pfade sind variabel. Kontinuierlich. Knoten sind statisch.
permanent. Und die Wellenfunktion kollabiert die Pfade in Knoten, die sich verzweigen. Immer und immer. Wieder. Also frage ich mich, spürst du, wie die Welle kollabiert und versucht, Desmonds rebellische Tat zu korrigieren? Für den kommenden Knoten muss die Welt enden. Die Algorithmen leiten den Fluss der Möglichkeiten schon seit über 100 Jahren zu diesem Ziel hin. Ein Labyrinth von Gräben, voller Schlamm und Senfgas. Familien verstecken sich vor Angst, während V2-Raketen ihre Häuser vernichten. Feuer aus den Öfen des Los Alamos Laboratory, das globale Katastrophen anheizt. Der Salpucha 15-Vorfall von 1983. Die Atomkriegsuhr in einem Büro der University of Chicago. Die Zeiger bewegen sich mit den Jahren vorwärts. Der Knoten ist nah. Vielleicht wusstest du es. Vielleicht hast du es gefühlt. Dass die Welt dich bald eingeholt hat. Joa. Okay. Grab mal verlassen? Zauberei. Und er sagt nichts dazu? Ah, okay, aber ich sag jetzt was dazu, und zwar tschüss, bis zum nächsten Mal.